diese Heuchler, sechsmal. Mhm. Wir haben vorhin geguckt, nennt Jesus den Begriff der Heuchler. Mhm. Und oh, die werden richtig geröstet hier, ja. Aber auf die Bratpfanne. Wisst ihr was sie hier nicht machen dürfen? Sagen, es geht um die Pharisäer. Ja. Es geht um mich. Weil wenn ich diesen Text lese, erkenne ich mich so oft darin, ja, wie ich anderen Menschen meine Jugendstunden, sonst wo auch immer, immer wieder Lasten auflege und sage, ihr so müsst es tun und macht es. Mhm. Aber ich selbst mache gar nichts und krieg's nicht hin. Das ist ja das Schlimmste, was es gibt, ne? Ja. Wenn wir irgendwie was verkündigen und Menschen merken, das lebt eigentlich gar nicht. Wisst ihr, ich habe mich schon oft gefragt, wie kann Werder Bremen in die Champions League mal wieder kommen? Die Champions League. Wie kann Werder Bremen wieder international spielen? Und ich habe in meinen Gedanken mit Ole Werner gesprochen, mit dem Trainer, und gesagt, durch harte Arbeit, durch gutes Training, in dem du immer besser wirst in dem, was du tust. Und ein großes Wunder. Und dann erlebst du tatsächlich den Durchbruch. Und dann passiert das, was passiert ist. Letztes Wochenende, 4-0 gegen Mainz. Ein Torspektakel, das seinesgleichen sucht. Und ich hab's mitverfolgt, war sehr schön. Spaß beiseite, mal so ein bisschen der Einstieg. Wir empfinden schon, dass wir durch Gutes tun besser werden. Und dass wir durch Gutes tun was erreichen, durch eine gute schulische Bildung, auch im Beruf und so weiter. Mhm. Aber wie ist es eigentlich bei Gott? Und heute wollen wir uns anschauen, wie wir nicht in den Himmel kommen. Ja. Also eigentlich kein erstrebenswertes Ziel. Aber tatsächlich irgendwie so Dinge, die wir eigentlich denken, dass sie gut sind. Genau. Ja. Voll spannend. Manchmal ist es ja ganz gut, Sachen gerade von der anderen Perspektive zu sehen. Also wenn ich was will, dann das Gegenteil mal anzuschauen und zu gucken, ja, hey, wie komme ich zum Gegenteil? Und dann zu schauen, hey, was mache ich vielleicht, um das Gegenteil zu fördern? Und wo kann ich vielleicht da was ändern, um einfach wirklich zu dem kommen, was ich eigentlich am Ende will, in den Himmel im Grunde. Gut, lesen wir unseren Text. Also wir gehen ja schon seit Wochen durch unseren Leittext durch, im 1. Korinther 15. Und da haben wir Vers 50 für heute, für die Episode. Und zwar steht da, eins steht fest, liebe Brüder, Menschen aus Fleisch und Blut können nicht in Gottes Reich kommen. Nichts Vergängliches hat in Gottes unvergänglichem Reich Platz. Mhm. Also nochmal, nichts Vergängliches hat in Gottes unvergänglichem Reich Platz. Mhm. Das ist irgendwie komisch, weil am Ende des Tages ist es ja mit dieser Welt so, dass alles vergänglich ist. Also ich meine, das Einzige, was nicht wirklich vergeht, sind die Elemente vielleicht. So ist wie Gold wird Gold bleiben nach 1000 Jahren, aber auch nur 1000 Jahre gerechnet. Der Mensch hat eine wesentlich kürzere Halbwertszeit. Wenn du so ein Haus baust, dann hält es vielleicht 100 Jahre. Wenn du es gut in Schuss hältst, vielleicht 1000. Aber irgendwann ist alles irgendwie weg. Und Gold sogar. Hebt ja, also wenn wir mal in Petrus schauen, zum Beispiel in 2. Petrus 3, da steht sogar, dass selbst das, dass alle Elemente am Ende zerschmelzen werden. Ja. Das heißt, selbst die ganzen Elemente, alles, was irgendwie hier auf der Erde ist, zerfällt. Irgendwie, ja, gut, ich finde das sagen auch die Physiker, irgendwann ist alles weg. Genau, und das ist voll spannend, weil wenn wir uns das angucken, das ist, was wir am ersten Tag ja gemacht haben, der hieß ja Mensch und Gott. Mhm. Mal so ein bisschen dieser Vergleich zwischen Mensch und Gott. Gott ist der hier unvergänglich ist. Und der Himmel ist was, das Unvergängliche, was Ewiges, wo Gott ist. Und wir Menschen, wir sind vergänglich, wir sind Fleisch und Blut. Und in diesem Fleisch und Blut, also mit unserem Körper, werden wir irgendwie niemals in den Himmel kommen können. Ist mal ganz spannend, das einmal zu sehen, diesen Unterschied. Gott, der immer ist, der über allem ist, der unvergänglich ist, ewig. Und wir, das Gegenteil. Ist auch interessant, ich meine, wir lesen ja auch in der Bibel, dass Gott sagt, ich bin der Ich Bin. Also so, ich bin unveränderlich. Das hat, also es ist ja so, wenn ich sage, ich bin so oder so, dann meine ich damit immer eine Momentaufnahme. Ja? Ja. Ich sage, keine Ahnung, ich bin das oder das gerade oder mir geht's so oder so. Das ist immer irgendwas, was sich ändern kann. Also wenn ich sage, ich bin Programmierer, ja, dann bin ich vielleicht, wenn das IT-Business irgendwann mal von der KI übernommen wird, vielleicht wieder Maurer oder definiere mich irgendwie darüber. Ja. Und du willst das sagen? Ja. Also das Wichtige hier am Text, glaube ich, ist, dass es ja nicht nur darum geht, alles ist vergänglich und alles stirbt. Das stimmt. Voll. Sondern absolut. Das Wichtige ist hier, dass das Vergängliche nicht ins Reich Gottes kommt. Ja. Ja, ja? Und das Reich Gottes ist ja das, was wirklich wichtig ist im menschlichen Sein auch. Denn da geht es um die Ewigkeit. Das ist die Präsenz von Gott, das ist das Reich Gottes, wo Gott regiert. Mhm. Und mir kam gerade so eine ähnliche Stelle in Johannes 3, ne, wo Jesus mit Nikodemus spricht, mit einem
Gelehrten der Juden damals. Ja. Und Jesus sagt, da muss irgendwas passieren, da muss der Mensch muss neu werden, um ins Reich Gottes zu kommen. Mhm. Und Nikodemus fragt dann, also Jesus spricht da von der Wiedergeburt, ja, soll ich denn wieder in den Leib meiner Mutter gehen und wieder von neuem geboren werden? Also Nikodemus denkt hier auch fleischlich, mhm, also ja, leiblich. Ja. Aber Jesus meint eigentlich was ganz anderes. Das ist geil. Also ein Mensch an sich, vielleicht zusammengefasst, der vergänglich ist, wird nicht in den Himmel kommen, in das Reich Gottes kommen. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen das, was Paulus hier auch mit sagt. Das bedeutet ja aber am Ende des Tages, dass das erstmal der Standard ist, oder? Also, dass das quasi für alle erstmal gilt. Ja, ja. Ohne Ausnahme, oder? Das ist ganz spannend. Und das ist ja, wie die Bibel anfängt. Die Bibel fängt an, Gott hat den Menschen gemacht und der Mensch hat sich von Gott getrennt. Und deswegen, dieser Zustand zwischen Gott und Mensch ist ja ein großes, großes Problem erstmal. Deswegen ganz spannend, in welchem Zustand sind wir Menschen? Wir sind sowas von getrennt von Gott. Das heißt, unsere Aussichten auf im Himmel sein ist eigentlich erstmal null. Ja gut, das passt gibt ja auch nicht wirklich zusammen. Also man muss ja auch überlegen, wenn wir sagen, wir haben da jemanden, der ewig ist, ja, und wir schauen unser eigenes Leben an, wo sich nichts auch nur einen Tag hält. Ich meine, heute bin ich gesund, morgen bin ich krank. Heute ist mein Auto ganz, morgen ist kaputt. Wirklich, ja. Das ist irgendwie, das passt nicht zusammen. Ja. Und es gibt natürlich so verschiedene Unterschiede zwischen Gott und Mensch. Ja. Oder Mensch und Gott ist ja unser Thema. Ich möchte zwei Stellen kurz anführen. Ja. Die erste ist in Hiob 9, die wir auch gelesen haben. Da sagt Hiob, ja, ich weiß wohl, es ist so, wie könnte ein Mensch Recht behalten gegen Gott? Mhm. Das heißt, wenn wir im direkten Dialog mit Gott sind, dann wird Gott immer Recht behalten. Ja. Dann wird Gott immer der sein, der deutlich mehr weiß. Also Gott ist ja die Eigenschaften Gottes, allwissend, allmächtig, allgegenwärtig. Geil. Der Mensch kann dem gar nicht entsprechen, ist gar nicht so gemacht. Eine andere Stelle, in 4. Mose, sehr, sehr spannend, ich liebe diese Stelle, weil sicherlich haben wir das alle mal gemacht, die Fehler, dass wir uns auf Menschen verlassen haben. Ja. Dass wir... Man darf Menschen lieben, ne? Auf jeden Fall, aber wirklich alles auf Menschen zu setzen und sich so sehr in diesen Menschen fast schon zu verlieben, dass man Gott vollkommen aus den Augen verliert. Ja. Und dann wird man verletzt, es wird ganz automatisch passieren. Und das sagt Gott auch in 4. Mose 23, oder wird gesagt, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Ja. Also Gott wird dich nicht anlügen. Ja. Ja. Er spricht Wahrheit. Wahrheit, die manchmal auch unbequem ist, ja, ist aber die wahr ist. Da sagt er weiter, noch ein Menschenkind, das ihm etwas gereue. Sollte er etwas sagen und nicht tun, sollte er etwas reden und nicht halten. Ja. Gott ist anders als wir Menschen, vollkommen zuverlässig, ja, absolut, und steht zu seinem Wort. Wie oft haben Menschen mir schon zugesagt, ich werde da sein, die waren nicht da. Ja. Ja? So was passiert. Ja. Bei Gott wird es nicht passieren. Also wir merken ganz wesensmäßige Unterschiede zwischen Gott und Mensch. Mhm. Ja. Das ist ein bisschen wie wenn man Werder Bremen mit Manchester City vergleicht. Das ist einfach... Da gibt es auch Unterschiede. Da gibt es der Pep Guardiola, ist halt ein bisschen anders wie der Ole. Der ist anders. Aber wisst ihr, ich habe gelernt, ich weiß nicht, wir waren ja alle schon mal in anderen Kulturen dieser Welt. Ja. Anders heißt nicht gleich schlecht. Nee. Andere Kulturen sind anders, aber nicht gleich schlecht. Ja. Aber das ist jetzt eine ganz gute Frage. Sind wir Menschen eigentlich schlecht oder nicht? Also ich kenne viele Leute, die sagen, ich bin eigentlich ganz gut. Also ich habe ganz gute Eigenschaften. Ich helfe Leuten, bin ich geizig. Sind wir jetzt eigentlich nicht schlecht? Also sind wir trotzdem gut, auch wenn wir anders sind wie Gott? Das ist jetzt eigentlich eine ganz spannende Frage eigentlich. Da gab es doch mal wie der reiche Jüngling, Markus 10 war das, glaube ich, haben wir auch gelesen. Der reiche Jüngling. Spannend, gell? Wie er zu Jesus kommt, das steht in Vers 17 war das genau. Da steht... Der reiche Jüngling, der kam da zu Jesus und sagt, oder ich lese einfach mal Vers 17, als er auf dem Weg hinausging, lief er herzu, fiel vor ihm nieder auf die Knie, also vor Jesus, der Jüngling, und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, um ewiges Leben zu erben? Spannend. Da fängt schon an. Er will ewiges Leben. Und die Frage, was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Jesus sagt zu ihm erstmal eins, das ist ganz spannend. Jesus sprach, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott. Allein. Oh. Niemand ist gut als Gott allein. Aber wer spricht eigentlich gerade mit ihm? Spannend. Deshalb, also ist Jesus doch nicht gut? Was sagt Jesus damit eigentlich? Spannend.
Was meint er? Meint er, dass er nicht Gott ist? Ja, wer hat die Antwort? Ich glaube tatsächlich, dass er ihm eine Möglichkeit gibt, hier schon ein Bekenntnis zu setzen und sagt, hey, du bist es. Zumindest Paulus macht das ja auch an einer anderen Stelle. Ja. Und bekennt genau das. Mhm. Also ich finde, das ist wahrscheinlich einfach schon mal eine Möglichkeit zu sagen, ja doch, du bist gut. Ja. Aber ich glaube auch, dass er will ihn wahrscheinlich schon so ein bisschen herausfordern damit. Mhm. Weil wenn er eigentlich drüber nachdenken kann, dann ist Jesus tatsächlich gut. Voll. Aber was würde das dann bedeuten? Das, und mich erinnert es auch ein bisschen, immer wieder war ja so die Frage, wo Petrus oder andere Jünger auch zu Jesus kommen und fragen, hey, bist du eigentlich dieser Messias? Hm. Und dann sagen die, ja, die einen Leute behaupten das, die anderen behaupten, du bist nur ein Prophet, die anderen sagen, du bist der wiedergekommene Elia, was auch immer. Und dann sagt er, hey, aber was denkt ihr von mir? Ja. Bin ich dieser Messias? Und Jesus wollte von Anfang an, dass sie sagen, ja, du bist es. Und hier, ich sehe was ziemlich Ähnliches da drin, dass er hier einfach nur sagt, hey, niemand ist gut als Gott. Weil er nennt ihn einfach nur Meister. Hey, damals wurden die ganzen Lehrer oder so, die alle, die irgendwie, keine Ahnung. Ja, religiös oder gebildet oder was genau, auch immer. Pharisäer wurden auch Meister genannt sozusagen. Und den hat man auch, aber Jesus wollte hier einen anderen Anspruch setzen. Er wollte A sagen, hey, du nennst mich gut. Egal guter Meister, das ist wichtig. Genau. Nicht nur Meister, guter Meister. Genau, absolut. Ja. Genau. Du nennst mich gut. Bin ich eigentlich auch, weil ich Gott bin, aber wenn du mich als Mensch siehst, wie du mich gerade momentan siehst wahrscheinlich, deswegen sagt er das so, dann würdest du wie bei jedem anderen Mensch, den du gut nennst, fehlliegen, weil Menschen sind nicht gut, weil nur Gott ist gut. So ist es. Ja, er fragt die Frage, was kann ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und dann sagt Jesus eben diese Sache und er nennt Gebote. Er sagt, du kennst doch die Gebote, ne? Ja. Du sollst nicht töten und so weiter, wir kennen sie. Er aber sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend auf. Ja, sportlich. Okay, Jesus lässt es mehr oder weniger unkommentiert und sagt dann, und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Ich finde diesen Satz so spannend, gell? Ja. Vielleicht auch ein bisschen, ich weiß nicht, mitleidig? Oder ich glaube nicht, ich glaube, er hat sich einfach nur gefreut, ist so, ach. Ja, ich weiß es nicht, aber ich finde einfach, er gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du deinen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Jesus sagt, es geht um so viel mehr. Lass alles los und folge mir nach. Später in diesem Kapitel geht es dann auch um Nachfolge, wo Jesus sagt, es ist niemand der Haus oder Brüder und so weiter. Also er sagt, es wird einen Lohn geben, zum einen, aber auch Kosten, wenn du mir nachfolgst. Und diese Kosten der Nachfolge, alles aufzugeben und Jesus nachzufolgen, das war ihm zu teuer. Also er hat gemerkt, alles Gutes tun geht doch nicht. Ja. Jetzt die Frage, warum setzt Jesus hier so einen so hohen Standard? Warum nennt Jesus die Gebote und setzt noch einen drauf? Spannend. Was denkt ihr? Wofür sind die Gebote da? Ja, oder wir lesen einfach mal weiter. Ja, wir lesen mal weiter. Und dann Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Na, wie schwer. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte, aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Liebe Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Ihr erwähnt die Reichen gar nicht mehr. Ja. Spannend, ne? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann selig werden? Jesus sah sie an und sprach, bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Vielleicht ganz kurz noch, selig heißt ein bisschen ein älteres Wort, heißt sowas wie errettet, also gerettet werden. Wer kann selig werden, wer kann errettet werden? Wer Weil selig kann man... Genau, ja. Jetzt. Also Jesus nennt hier die Gebote und setzt noch einen drauf, um zu zeigen, voll krass. Diese Frage, wie kann ich das ewige Leben erben, ist gar nicht möglich von dir aus. Ja. Nämlich der entscheidende Satz ist, bei den Menschen ist's unmöglich. Du kannst gar nicht so gut sein, du kannst gar nicht so viel Gutes tun, dass du das ewige Leben ererben könntest. Und Jesus berührt ihn hier in einem wunden Punkt, in dem Reichtum. Und jeder von uns hat wunde Punkte, wo wir sagen, das ist das, wo definitiv uns sofort ausschließen wird, das ewige Leben zu erben. Ja. Das schließt uns aus, am Ende diesen Stempel gut zu bekommen. Ja. Und deswegen sagt er, bei
Euch ist es unmöglich, aber bei Gott ist es möglich. Und aber was auch interessant ist, es ist auch unmöglich, wir Menschen denken irgendwie, dass wir was bringen könnten, dass wir was tun könnten. Das ist ja auch das, was der Kerl hier macht. Er sagt, guck mal, ich bin eigentlich ein ganz anständiger Kerl. Und wenn Jesus gesagt hätte, tu ein bisschen mehr Almosen geben oder so, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er das gemacht hätte. Aber der Kerl hatte die Perspektive, ich kann irgendetwas dazu tun. Also so zumindest ein bisschen mehr. Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwas habe, wo ich nicht gerne mache, dann denke ich doch oft einfach, das kann ich kontrollieren. Da werde ich besser drin oder weniger schlecht und über Zeit wird sich das bessern. Ja. Und ich kann quasi in diesen Dingen arbeiten, das ist möglich, aber es ist eigentlich auch nicht möglich. Dieses Besserwerden im Gebote halten, das funktioniert nicht, das ist unmöglich. Wisst ihr, was ich denke? Ich denke, dass wir als Christen schon so oft gehört haben, du kannst nichts tun. Aber dennoch leben wir so oft so, glaube ich, wenn ich mich mal so hinterfrage, Jesus, morgen mache ich es besser. Ja, und ich werde es nie wieder tun. Mhm. Und so ein bisschen, jetzt habe ich was für Jesus gemacht, jetzt schau doch mal. Mhm. Ja, so ein bisschen Polster von guten Werken, das vielleicht dann doch noch mal hervorgeholt wird. Mhm. Und das beeinflusst auch meinen Dienst und alles, was ich tue. Mhm. Aber sich das wirklich zu sagen, ich kann da gar nichts dazu tun. Aber dazu kommen wir ja noch. So aus uns heraus. Ja. Ja, absolut. Und das vielleicht ganz kurz eine kleine Werbung zwischendrin. For Real Talk Records. Nein. So heute nicht. heute nicht. Ach so. Ja. Nee, aber kleine Werbung zwischendrin. Wenn wir sehen wollen, was bei Gott alles möglich ist, dann können wir das machen, wenn wir in sein Wort reinschauen. In dem Wort... Da fängt es an damit, dass eine Schlange spricht. Da fängt es an damit, dass Gott redet und die Welt entsteht. Da teilt Gott ein Meer. Mhm. Da stehen Tote auf. Da redet ein Esel plötzlich mit Menschen. Da passieren die verrücktesten Sachen, wo wir denken, Digga, das ist gegen den Verstand. Mhm. Aber das ist genau der Punkt. Es ist gegen den Verstand nämlich auch, dass ein Mensch zu Gott kommen könnte. Dass wir Menschen, wir kleinen Fürze, wir Würmer auf der Welt, dass wir zu Gott kommen könnten. Das ist gegen jeden Verstand. Das macht gar keinen Sinn. Aber was bei Gott möglich sein kann, das sehen wir eben an dem, was er alles tut in der Bibel und wenn wir da drin lesen. Deswegen, wenn du zum Beispiel noch nie richtig Bibel gelesen hast oder wenn du dich irgendwie schon lange nicht mehr Bibel gelesen hast und immer denkst, wenn ich lese, verstehe ich nichts, möchte mich echt ermutigen, geh doch einfach mal runter und lade den Bibelleseplan auf unsere Website runter. Das ist das, was sozusagen die Grundlage von dem Podcast ist. Wir reden immer aufgrund von dem, was du über die Woche gelesen hast, über dem, das reden wir in der Episode. Das heißt, wenn du da noch Fragen hast, kannst du dir immer stellen, kannst du beantworten. Da gibt es eine ganze Quizze dazu, wo du sozusagen noch mal furchtbar gut, muss man sagen. Doch, diese Quizze. Ja. Also das ist wirklich auch sehr humorvoll gemacht. Ja, definitiv. Ja. Mit die falschen Negativantworten sind sehr, sehr, sehr schwierig. Also furchtbar. Ja. Also genau, wenn du morgens vielleicht sagst, ich will Bibel lesen, humorvoll, dann ist das mit den Quizzen echt eine coole Möglichkeit, weil dann muss man echt manchmal ganz schön kichern, zumindest wenn man den Humor... Wie eine Kichererbse. Das war richtig schlecht. Wow. Naja, wir gehen zurück. Also das schneiden wir raus. Back to the world. Das schneiden wir sicherlich. Raus. Mit der Küche. Nix gibt's. Also. Nix da. Ja, aber ich tue doch Gutes. Paulus sagt, alle sind abgewichen und allesamt verdorben. Ja. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Bam. Bats. Da ist keiner, der Gutes tut. Wisst ihr, ich denke mir manchmal, ich habe schon oft gehört, ja, aber es gibt doch auch so Fußballstars, die so spenden, ne? Baumgartner hat Baumgartner Schools gebaut. Kennt ihr von, nee, der hat spielt bei Leipzig, ne? Bei Hoffenheim hat er gespielt. Bei Leipzig spielt er jetzt, guter Einkauf, muss man sagen, aber gut. hat es eine Schule gebaut und Menschen lieben ja auch an sich andere Menschen. Wisst ihr, ich denke, dass oftmals dieses, ich gebe was, oft was damit zu tun hat, damit ich was bekomme. Ansehen, Liebe, aber dieses Gut ist es dann, wenn es vollkommen selbstlos geschieht. Ja. Und der Standard von Gottes Gut ist viel höher als das reine Tun von guten Dingen. Ja. Es geht auch ums Herz. Es ist Charakter. Ja. Also es ist im Endeffekt, wenn niemand zuschauen würde, würde ich es dann immer noch machen. So. Ich meine, würde dieser Kerl wirklich diese Schule bauen, wenn niemand davon erfahren hätte, dass er das tut? Es gibt Leute, die das auch immer wieder tun, aber es ist wirklich unser gesamter Charakter. Ja. Und deswegen ist das Fazit eigentlich der Bibel ganz, ganz klar. Da ist keiner, der Gutes tut. Ja.
Und da geht es nicht darum, dass einzelne Taten nicht mal gut sind auch. Ja. Aber das ist dieses Grundding, dieses Gutes tun ist ein beständiges, sondern ich tun beständig. Das Gutes tun ist manchmal eher so ein Ausrutsch. Also könnte man ja sagen, so ich mache mein Leben lang lebe ich eigentlich gottlos, will nichts von Gott leben, habe keinen Bock auf Gott, ich lebe egoistisch, guck, was mir gefällt, wo ich machen kann, nur ich. Und zwischendrin mal dann noch so ein bisschen sein Insta-Story polieren mit, oh, ich habe jemand was Gutes getan oder was auch immer. Und dann gleich wieder weitermachen danach, so, oh, jetzt kann ich mein Ego noch pushen, Leute, jetzt habt ihr gesehen, ich bin gut. So ein bisschen den Apfel an den Baum gehängt, um zu zeigen, was man für tolle Früchte hat, aber halt, der Apfel sollte wachsen und nicht an den Baum gehängt werden. Das ist Quatsch, mit Soße. Mit Soße. Mit Soße. Thomas. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollen. Also die Folge des menschlichen Wesens, haben wir ja schon etlichen Folgen besprochen, ist die Sünde. Ja. Und die logische Konsequenz von dieser Sünde, nur noch mal als Erinnerung, damit wir diesen Vers, den können wir uns auch tapezieren, der ist so wichtig. Ja. Denn der Sünde Sold oder Lohn ist der Tod. Ist der Tod. Tod zum einen, der Mensch muss sterben, ganz natürlich, aber auch der ewige Tod, die ewige, das ewige Gericht von Gott. Die ewige Verdammnis, das Hölle. Ist auch der Tod. Hölle, ja. Jetzt nicht zusammenzucken, das ist eben Bibel. Ganz klar, wenn wir es auslassen, lassen wir was ganz Wesentliches aus. Ja, das dürfen wir nicht vergessen, diese Realität. Ja, es könnte man meinen, das ist richtig kacke. Es ist ein Kack-Angelium. Schon wieder. Ja, Kack heißt ja schlecht. Angelium, Botschaft, eine schlechte Botschaft, ein Kack-Angelium. Alles klar. Und was können wir jetzt tun? Gutes tun, nicht wahr? Hocharbeiten. Ja, so. Sagt ja die Bibel motivieren, auch. Motivieren, ja, push dich, wie beim Sport, push dich, bau Muskeln auf und am Ende... Bei mir klappt es seit 6 Jahren schon nicht mit dem Muskelaufbau. Mit der Diät. Mit der Diät. Morgen fängst du an. Stimmt. Morgen. Morgen. Ab morgen. Ich habe es irgendwo gelesen. Morgen fange ich meine Diät an. Ich sag es, ich schlage noch. Ich glaube, das kannst du ja auch tapezieren. Ich bitte dich. Oh Mann. Ja, ich habe es irgendwo gelesen. Ich, Bonhoeffer oder Luther, einer von diesen beiden Knechten, hat es mal gesagt. Irgendwie das Morgen ist das teuflisch höchstes Gut. Ich weiß nicht, wer es von diesen beiden war. Das kann gut sein. Ich gucke noch mal nach und schick's euch. Ne? Ich schick's euch in den Kommentaren. Jetzt kommt. Guckt in die Kommentare. Lasst ein Like da, aktiviert die Glocke und abonniert. War das gut? Ja, klar. Jetzt kommt so eine Glocke. Das muss so Bing machen. So. Ja. Bing. Oh. Also zurück zur Seligkeit. Ja gut, also es gibt ja schon Leute, die machen Gutes. Also ich meine, wir gucken ja in die Bibel rein, da gibt es ja wirklich viele Leute, die sehr viele gute Dinge tun. Also zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, kennen die das ganze Wort Gottes auswendig oder hatten richtig, ja, keine Ahnung, viel Ansehen auch dafür, dass sie so religiös waren, dass sie so krass unterwegs waren. Wer fällt euch da ein? Das steht zwar nicht im Skript, ne? Ich wollte nur sagen, so unter uns, aber wir machen es trotzdem. Ja. Wer fällt uns ein, wer Gutes getan hat? Hm? Paulus. Ja. Oder? Der, was der alles gemacht hat. Aber es ist ja spannend, was er über sich selber sagt. Ne? In so vielen, wir haben es ja mal angeguckt. Ich bin der Geringste von allen Heiligen. Ich bin der Geringste von allen Aposteln, sagt er. Also er ist sehr demütig. Sogar er sagt, ich bin eine Missgeburt. Hui. Hui. Starke Worte. In unserem Leittext, noch ziemlich am Anfang. Ja. Ich bin gar nicht wert, überhaupt dazu Apostel zu heißen. Ja, ist so krass. Das waren, ja, die Christen unserer Zeit, aber davor, zur Zeit von Jesus, wer war da unterwegs? Ja, die ganzen Propheten, ne? Die haben Gutes getan, indem sie die Wahrheit Gottes, seinem Elia zum Beispiel, Amos, wenn ich mir auch Obadja, Habakuk, Maleachi. Jetzt packt er gleich die alten Bundesschriften aus. Nein, aber ja, wir haben einige. Ja. Wir haben einige, safe. Die Gutes getan haben. Auch so ein Josef, der sein ganzes Land rettet, indem er irgendwie die rettet vor der Hungersnot. Wisst ihr, was ich neulich begriffen habe? Das habe ich vielleicht schon mal gesagt. In Hiob. In Hiob wird er gerecht genannt. Ja. Und auch Lot wird gerecht genannt. In Abrahams Geschichte, Erzvätergeschichte. Sagt immer, ja, aber wie könnt ihr denn gerecht sein durch Gutes tun? Da habe ich begriffen, schon immer ist das Mittel zum Gerechtwerden, zum Gut vor Gott sein, immer schon der Glaube gewesen. Mhm. Und das ist auch Zeugnis des Neuen Testamentes. Ganz, ganz eindeutig. Zum Beispiel Epheser 2,8.
Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden, durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken. Warum? Damit sich niemand rühme. Also alles, was bei unserer Errettung irgendwie passiert, damit wir wirklich gerecht werden vor Gott, all das kommt von Gott, ist von Gott gegeben, damit die Ehre allein Gott bekommt am Ende. Voll. Und ich glaube auch tatsächlich, damit hat Gott das größte Problem, wenn wir uns damit rühmen, was wir tun. Ja, so stolz sein. Stolzes sein, ja. Und auch dieses Ich, schau mal, was ich gemacht habe. Und ich glaube, da sind wir dann auch bei Tag 4 angekommen. Wo es einfach darum geht, was Jesus dazu sagen hat. Also ich meine, die Stelle, die wir gelesen haben, ist schon krass. Ich glaube nicht, dass wir die Zeit haben, jetzt die ganzen 36 Verse anzuschauen. Aber kurz, was macht Jesus da? Er zeigt auf, wie die religiösen Führer seiner Zeit, die auch vieles Gutes getan haben, er nennt es auch nicht alles schlecht, also sagt das eine tun, das andere nicht lassen, aber er sagt quasi, er kritisiert ganz stark, wie sie das machen. Er brutzelt. Hier sagt er genau, mit allem, was sie tun, stellen sie sich zur Schau. Er nennt sie Heuchler. Heuchler bedeutet so viel wie Schauspieler. Mhm. Ja, ich tue so, als ob. Das ist so quasi das Instagram von damals, das Highlight Reel von damals. Mhm. Ich tue so, als wäre es so. Ich stelle es als Realität dar. Ich bin besonders religiös, lange Quasten. Ich sitze immer am Ehrenplatz. Ich bin immer in der ersten Reihe in der Synagoge. Ich kenne das Wort auswendig. Und die Leute sollen über dich sagen, boah, was ein krasser Typ. Das sind ja richtig gute Gläubige. Richtiger Frommer. Das Interessante ist aber, das kann uns heute ja auch noch passieren. Also es ist ja oft so, dann, keine Ahnung, so hey, das war richtig gut gepredigt heute, Dani. Das ist richtig gut gemacht. Super. Also ich muss schon sagen, es war echt alle toll. Ehre sei dem Herrn. Mhm. Und wisst ihr, was man aber dabei oftmals denkt? Jetzt habe ich wieder noch was Gutes gemacht. Also das ist ja manchmal so, man muss, also ich habe ja diesen Text, können wir, die schlechten Pharisäer, diese Heuchler, sechsmal, wir haben vorhin geguckt, nennt Jesus den Begriff der Heuchler. Und die werden richtig geröstet hier, ja. Aber auf die Bratpfanne. Aber wisst ihr was ihr hier nicht machen dürfen, zu sagen, es geht um die Pharisäer. Ja, es geht um mich. Weil wenn ich diesen Text lese, erkenne ich mich so oft darin, wie ich anderen Menschen in meinen Jugendstunden, sonst wo auch immer wieder Lasten auflege und sage, ihr so müsst es tun und macht es. Mhm. Aber ich selbst mache gar nichts und krieg's nicht hin. Das ist ja das Schlimmste, was es gibt, ne? Ja. Wenn wir irgendwie was verkündigen und Menschen merken, das lebt eigentlich gar nicht. Was sagt man dazu? Heuchler sagt man dazu. Ja, man sagt auch dazu, die Wasser trinken und Wein saufen. Nee, Wasser predigen. Meine ich ja. Entschuldigung. Ja. Wasser predigen. Aber dieser Text gilt uns. Wir kennen das in unserem Gemeindealltag. Ja, definitiv. Boah, der kann aber gut mit den Kindern. Denk mal so. Respekt, Junge. Ich habe mal von einem guten Pastor, der hat das gesagt, immer wenn er was an Lob bekommt, er sagt, ich gebe das weiter. Er sagt, ich gebe es weiter. Ja. Ja, danke für die gute Predigt, ich gebe es weiter. Ja. Das ist, unser sündiges Fleisch hat gar keinen Bock da drauf, es will immer sich selber pushen. Ja. Das ist was, man einüben muss, wo man immer wieder Buße tun muss. Oh ja. Aber auch das hilft nichts. Wir haben es überschrieben mit religiös sein. Mit diesem schlichtweg, ich mache irgendwelche Zeremonien, ich gehe vielleicht auch in die Kirche, ich lese die Bibel, ich bete. Ne, ich mache es einfach, damit... Ach, ich muss jetzt... Zu meiner eigenen Ehre? Ich muss jetzt mal was sagen. Ja. Ich muss mich mal outen. Oh, okay. Ui. Ich muss mich jetzt mal outen. Bist du ein Bremen-Fan, kann das sein? Bitte? Bist du ein Bremen-Fan? Ja, ja. Ah, okay. Aber es ist ja nichts Schlechtes. Das wolltest du nicht outen. Ich dachte, jetzt wollte ich outen öffentlich, dass du Bremen-Fan bist. Jetzt lass ich mal. Jetzt lass mich mal. Was ich sagen wollte ist, ich treffe mich ja manchmal mit Menschen. Ach. Zum Beispiel, man kann spazieren, neulich mit einem älteren Bruder. Wir haben es abgemacht. Ich habe gedacht, jetzt bin ich aber schon spät aufgestanden. Bin ich schon spät aufgestanden, wir treffen uns bald. Er wird mich bestimmt fragen, was ich heute in meiner stillen Zeit gelesen habe. Heute Morgen. Ich habe gesagt, gut, jetzt lese ich mal schnell noch einen Psalm. 23. Irgend so einen ganz kurzen Psalm. Damit ich sagen kann, den habe ich heute gelesen. Mm. So ganz andächtig. Mm. Also ich möchte einfach, das ist wichtig, damit ihr merkt, wir sind auch nicht die größten Menschen. Natürlich nicht. Absolut nicht. Aber manchmal begegnet es uns schon, dass wir Dinge tun, um von Menschen gesehen zu werden. Ja. Ja.
Und wenn wir uns alle prüfen, dann merken wir, dass es doch oft passiert. Ich habe diesen Psalm sehr genüsslich gelesen. Also es war gar nicht normal die Motivation, auch ein bisschen, aber ich wollte es auch tun, nicht falsch verstehen. Aber so, es schwang auf jeden Fall mit. Mhm. Also bringt nichts. Also das Motivation sein. Ist immer super wichtig. Ja. Also spannend, was haben wir jetzt gesehen? Gutes sein geht schon mal gar nicht. Keiner ist gut. Gutes tun, irgendwie versuchen, vielleicht auch meine schlechten Taten nicht gute auszugleichen, indem ich, keine Ahnung, so dieses typische Beispiel, ich bin vor Gericht, weil ich eine Bank überfallen habe oder keine Ahnung, ich habe jemanden ermordet und dann sage ich, hey, aber ich habe davor in meinem Leben habe ich schon 10 Millionen Euro gespendet und habe alles gegeben für Kinder und was auch immer. Und jetzt wollte ich eigentlich die Bank nur ausrauben, um wieder das Geld zu spenden, was auch immer. Dann sagt der Richter, hey, das ist cool, dass du Gutes getan hast, was auch immer. Aber ich muss dich, du hast ein Problem, du bist trotzdem, also das macht dich nicht gerecht. Das ist gut, gute Sachen tun, macht es nicht besser. Und religiös sein eben auch nicht. Wenn ich versuche, einfach nur, also nur durch Bibel lesen oder nur durch Beten, wird kein Mensch gerecht. Das ist schon krass. Manche denken ja, ich muss viel hasseln, viel in die Kirche gehen, viel fromm sein und dann kann ich mir irgendwie 10 Gebote versuchen, Vollgas zu halten. Ja, was ja alles nicht Schlechtes ist. Nee, absolut nicht. Aber es führt halt nicht zum Endziel, wenn ich nur das probiere. Der reiche Jüngling war ein Top-Beispiel. Hat das alles gehalten anscheinend und am Ende? War schon echt gut. Also, so ich meine, er hat alle Gebote gehalten. Er war reich, er war jung. Was will man mehr? Aber es hat trotzdem nicht gereicht. Bisschen wie bei Maradona. Es sah alles gut aus und irgendwann kamen halt die ganzen... Hat man gesehen, was die Endkonsequenz war am Ende trotzdem lauter Drogen, also ganze Leben, Karriere, Weltklasse, alle sagen, wow, was ein Typ, alles super. Und am Ende sieht man sein Leben, guckt so zurück. Typ komplett nur in Drogen und stirbt so richtig elendig, wo du dir denkst, Alter. War das wirklich wert? Ganz ehrlich, war es das? Ich glaube nicht. Fazit, wer in den Himmel kommen will, der muss bereuen. Ja. Du musst einfach nur sagen, ich bereue, was ich getan habe. Hört man ja oft, nicht wahr? Es tut mir leid. Es tut mir ganz arg leid. Tut mir leid. Kannst du auch zu der Pflanze sagen. kannst zum Schuh sagen. Es tut mir leid. Wir können uns ja nochmal die Geschichte anschauen, die wir an Tag 5 gelesen haben. Und zwar, ich fasse es nur kurz zusammen. Einmal Judas verrät Jesus. Was zahlt ihr mir, wenn ich Jesus an euch ausliefere? Matthäus 26. Dann später in Vers 47, noch während Jesus sprach, verrät er ihn, also kommt Judas und verrät ihn. Und dann weiter hinten im Kapitel 27, Vers 3, dann als Judas der Verräter sah, dass Jesus zum Tode verurteilt werden sollte, tat es ihm leid, was er getan hatte. Und dann bringt er das Geld zurück und sagt, ich habe Unrecht getan und einen Unschuldigen verraten, bekannte er. Was geht uns das an? Das ist deine Sache. Nahm Judas das Geld und warf es in den Tempel, lief fort und erhängte sich. Also er hat bereit, also ist er Judas gerettet, oder? Absolut nicht. Sehen wir aus dem ganzen Kontext raus, wie er dann am Ende auch sich erhängt und so elendig stirbt. Und ich finde es so, so, so spannend. Dieser Judas baut eine Riesenscheiße. Er verrät den Sohn Gottes, den Messias. Die Motive sind nicht immer ganz klar. Vielleicht wollte er was wirklich das Geld. Andere vermuten auch, dass es vielleicht war, weil er unbedingt wollte, dass der Messias jetzt, also dass Jesus endlich zeigt, jetzt, dass er der Messias ist, schon vom Kreuz runtersteigt. Um ihn zu zwingen. Um ihn sozusagen dazu zu zwingen, dass er sich jetzt endlich rettet und allen zeigt, dass er Messias ist. Egal wie auch immer das Motiv war, er verrät ihn, die Römer kommen, führen ihn ab. Und nachdem er Jesus da sterben sieht, denkt er sich, scheiße, Mann, was habe ich gemacht? Scheiße, und diese Reue ist ja gar nichts Schlechtes. Das muss man ja wieder sagen. Genauso wie gut sein, gutes tun. Also die Sachen zu versuchen, religiös zu sein, sind an sich gar nicht schlecht. Aber das Problem ist, es führt alles erstmal nicht zum Endziel. Weil, wo geht er hin? Er geht zur Institution, er geht in den Tempel. Er versucht bei den Pharisäern, wo auch immer, da das Geld hinzubringen. Hey, hilft mir, ich habe gesündigt. Und die sagen, hey... Das ist ein hoffnungsloser Fall, kann man nichts machen. Und es ist genauso, wenn wir unsere Rettung suchen, indem wir sagen, ja, naja, ich gehe nur in den Beichtstuhl. Ich gehe in den Beichtstuhl, ich sage, tut mir leid, zu dem Priester, dann bringt das erstmal noch gar nichts. Aber was es wirklich bringt, Dani hat es vorher schon gesagt, das ist am Ende, und da kommen wir ganz am Ende nochmal so richtig drauf, um das zu erklären, warum nur das bringt, warum nur der Glaube an Jesus, warum nur der allein uns wirklich retten kann, warum nur diese Schuld zu Jesus bringen uns retten kann. Das finde ich das Coole am Beispiel von Petrus. Petrus hat ja
eine ähnliche Scheiße gebaut. Cool, nicht ganz Jesus so. Auch verraten. Er hat Jesus verraten und er hat vorher noch so ganz stolz gesagt, Jesus, ich werde niemals verraten, ich werde sogar mit dir sterben, was auch immer. Das war nicht wirklich viel besser, wird das was. Richtig. Und dann verrät er ein paar Sekunden später so komplett in your face, sagt er den Leuten, ich habe den Jesus noch nie gekannt, kein Plan, wer das ist, was auch immer. Während er da steht und ihn anguckt. Richtig. Und dann, das Unterschied ist, was macht Petrus? Er bereut, aber er kommt damit zu Jesus. Und Petrus wird vergeben. Er kommt zu diesem Jesus und bittet um Vergebung bei Jesus. Und er hat eine Zukunft. Und er hat eine Zukunft. Krasse Zukunft. Das ist ganz spannend, diese Parallele. Wir haben Petrus und Judas. Einer sucht Institution, der andere sucht Jesus. Ist auch interessant, was der Judas versucht hat. Er hat im Endeffekt versucht, auch dieses Geld, das er bekommen hat, für den Verrat wieder zu nutzen, um sich frei zu verkaufen. Dass er quasi zu denen hingegangen ist und gesagt hat, hier, nehmt es wieder zurück, hier. Ich meine, damit kann ich es ja ausgleichen. Hier 30 habe ich bekommen, 30 gebe ich wieder zurück. So Ablösebrief. Ja, so ein bisschen so. So, ich meine, Schuld bezahlen, irgendwie, dann komme ich nicht so lange in die Hölle oder so. Oder was auch immer. Ja. Er will halt damit wieder gut machen, er will sich freikaufen. Spannend. Ja. Also wir haben so ein bisschen gesehen, dass dieses irgendwas tun, um besser zu werden, schwierig ist, dass es religiös sein nichts bringt, dass es bereuen an sich. Könnte man meinen, nichts es bringt. Muss also jemand anders tun. Es muss jemand bezahlen. Das ist natürlich die Frage, ne? Wir haben irgendwie Ablasshandel durch Geld, irgendwas sich zu kaufen. Natürlich, was vollkommener Schwachsinn ist. Nach der Bibel hat auch durch die Reformation und so kennen wir ja alle gut. Wisst ihr, das war für mich so besonders, wo ich das erste Mal wirklich verstanden habe. Gott hätte eigentlich einen Propheten senden können. Er hätte irgendeinen aussuchen können, der für diese sündige Menschen stirbt. Aber er hat es selbst gemacht. Er hat seinen Sohn gesandt. Und ich fordere ein und ich bitte euch, liebe Leute, dass wir, obwohl wir schon seit der Kinderstunde gehört haben, das nicht für es ist halt passiert nehmen. Oder selbstverständlich am Ende. Ja, oder für selbstverständlich. Oder ja, wir haben es schon gehört, das ist langweilig. Sag sowas nicht. Absolut. Das soll man nicht tun. Ja, das soll man nicht tun. Ich möchte es vorlesen. Denn es ist ein Gott, also Timotheus 2. Es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle. Jesus, der Sohn Gottes, der gleichzeitig Mensch und Gott ist, der hat sich gegeben. Der ist der Preis für unsere Erlösung. Das ist ja das Evangelium von Jesus. Die frohe Botschaft. Das, die frohe Botschaft, dass du es gar nicht von dir selber tun kannst, wie wir gesehen haben, sondern dass es ein anderer getan hat und der andere sogar Gott selbst ist. Und wir können wirklich nichts dazu tun. Also ich habe auch eine Stelle in 1. Korinther 13, wo Paulus auch sagt, so er überlegt quasi so, okay, was wäre denn, wenn ich... Und wenn ich alles, was ich hätte, weggeben würde, also wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir gar nichts. Ja. Also ich kann mein ganzes Leben opfern, aber wenn es einfach so passiert, ohne die Liebe zu Jesus, ja, bringt es nichts. Wisst ihr, mir kommt es gerade so ganz neu wieder. Was ist denn die Folge davon? Wenn ich ja nichts dazu tun kann, dann kann es mir auch niemand nehmen, weil ich ja nichts geleistet habe dafür. Stimmt. Das heißt, es hängt nicht an mir. Absolut. Ist doch super. Wir Christen eigentlich voll die chilligen Menschen. Wir haben es doch gut. Wir können auch mit der ganzen Seelenruhe durch diese Welt laufen. Ja. Ne? Römer 8, wer kann uns scheiden von der Liebe Christi? Nichts. Nichts. Gar nichts. Nichts, weil wir nichts dazu getan haben, kann uns auch niemand rauben. Ja. Weißt du, ja, wir können einfach leben, die Bibel lesen, eine Gemeinschaft, ne? Mhm. Lobpreis, Gottesdienst, alles schön, ne? Die Güter des Herrn genießen, die Gnade schmecken, immer mehr darin wachsen, nach dem Fallen wieder aufstehen durch Gottes Liebe und so weiter. Ist doch gut, wenn es nicht an uns hängt. Das wäre schrecklich. Ja. Wer kann das bezahlen? Ja. Psalm 49 hat es ja mal gesagt. Da steht es drin. Wie viel kann ich denn, also kein Mensch hätte genug Geld, um das zu bezahlen, was wir... Und deswegen ist das Spannendste, weil Gott hat ja nicht nur irgendwas ausgewählt, wie du sagst, nicht irgendein Prophet, sondern oder zum Beispiel er hat das wertvollste Stück im ganzen Universum. Das hat es gekostet, um uns freizukaufen. Jesus selber, seinen eigenen Sohn. Also rein aus so einer Familiensicht, ein Vater, der seinen Sohn liebt, wie Gott Jesus liebt, nicht her. Der
sagt, lieber sterbe ich, wie dass mein Sohn stirbt. Ja. Verrückt. Und jetzt sagt der Vater aber, hey, ich sende meinen Sohn. Hm. Wie viel größere Liebe hat Gott zu uns, dass er sogar seinen Sohn opfert, anstatt sich selber? Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ja. Wie krass ist dieses Bild von der Sohn, das Kind, stirbt sogar für uns, weil wir so dringend erkauft werden müssen, weil wir so dringend jemanden brauchen, der uns frei macht. Und der Sohn, was sagt er über sich selber? Ganz, ganz spannende Stelle in Johannes 14. Ach so. Da kommt der Thomas mal, Jesus sagt sozusagen, hey, ich will eine Wohnung euch bereiten im Himmel und so weiter. Und wo ich hingehe, das wisst ihr. Und dann sagt der Thomas, hey, stopp, ich weiß gar nichts, wo du hingehst. Ich kenne weder den Weg, noch weiß ich, was du da machst oder was, ich verstehe gar nichts. Und Jesus sagt einfach nur, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Er macht einen absoluten Anspruch, sagt, hey, ich bin die einzige Möglichkeit, wie du in den Himmel kommen kannst. Mhm. Gute Taten helfen dir nicht. Deine Schuld allein einzusehen, bringt dir auch nichts. Gute religiöse Werke, irgendwie fromm sein nach außen hin, bringt dir gar nichts. Das Einzige, was dir was bringt, bin ich. Das Einzige, was uns was bringt, ist Jesus. Ja, das ist ja nicht mal, dass wir irgendwie unser Leben investieren würden und sagen, das ist der Deal. Ja. Ich krieg den Himmel und dafür kriegst du jetzt 40 Jahre meiner Zeit. Ja. Aber er kriegt unser ganzes Leben, ne? Das ist ja wichtig. Dass es keine billige Gnade ist. Bonhoeffer nennt es billige Gnade. Er sagt einfach sozusagen das Prinzip, dass doch alles Gnade ist und ich deswegen tun und lassen kann, was ich will. Er sagt, die Gnade ist teuer. Gnade ist vielmehr eine Folge, eine Konsequenz der Nachfolge. Also die Gnade, es ruft immer in die Nachfolge von Jesus und sie ist Gnade, weil sie in die Nachfolge von Jesus ruft. Am Ende des Tages ist es ja so, wenn ich das erkannt habe, wie will ich dann noch weiterleben, wie ich weitergelebt habe? Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist, definitiv. Wie kann ich, wenn ich das verstanden habe oder anfange zu verstehen, verstehen werden wir sowieso nicht, aber wenn ich schon anfange zu begreifen, was das bedeutet, dann sagen, schön, jetzt gehöre ich auch dazu. So, und jetzt lass mal irgendwie jemand abziehen. Das, was Jesus so schön sagt, mal, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Und nicht einfach diese Sache, als Christ, also ich bin kein Christ, wenn ich Jesus nicht liebe. Das heißt, Jesus hat uns geliebt und er sagt jetzt, wir sollen ihn lieben. Und wie tun wir das? Indem wir seine Gebote halten. Deswegen diese gute Sachen tun, dieses religiös sein, vielleicht dieses Bibellesen, beten, Gemeinde, Gemeinschaft haben und so weiter. Das sind Sachen, die dann als Früchte entstehen. Die bringen mich nicht in den Himmel, aber die zeigen irgendwie am Ende. Das ist ein Ausdruck dessen. Genau, und das ist eine natürliche Frucht, die dann aus meinem Herzen rauskommt. Ich muss das nicht mehr machen, um mir irgendwie Ansehen zu bekommen, sondern ich mache das einfach, weil ich das jetzt bin. Weil Jesus mich ganz, ganz neu gemacht hat. Er hat getauscht am Kreuz. Aber es bringt in dem Sinne nichts für deine Errettung. Es bringt dir keine... Genau. Es bringt dir das nicht. Also es ist nicht, dass du dann quasi jetzt dadurch dann irgendwie... Aber es ist logische Konsequenz. Es ist einfach eine logische Konsequenz. Ja. Ich habe auch ein interessantes Beispiel, fällt mir gerade ein. Am Ende des Tages ist es tatsächlich so, früher habe ich irgendwie... Es gibt ganz viele Kleinigkeiten, wo ich Kind war, wo meine Mutter irgendwie sich daran gestört hat. Zum Beispiel habe ich nie diese dappige Klotür zugemacht. Also ich bin aufs Klo gegangen und danach habe ich sie offen stehen lassen. Das hat sie gestört. Sag mal. Und so ein Gestank. Das ist einfach nicht gut. Und auf jeden Fall war es wirklich so, meine Mutter hat das was ausgemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, es macht ihr was aus. Und ab dem Tag, wo ich gemerkt habe, es macht ihr wirklich was aus. Also sie sagt nicht einfach nur, es macht die Klotür zu, sondern es hat ihr was ausgemacht, dass es mich nicht interessiert hat, dass sie das immer gesagt hat. Und seitdem ich gemerkt habe, okay, das macht sie traurig, habe ich sie immer zugemacht. Warum? Weil du sie liebst. Genau. Ja, desto näher ich an das Herz von Jesus komme letzten Endes, desto mehr möchte ich ihm vollkommen nachfolgen. Also eine Folge, die ich gesagt habe, die wir schön entfaltet haben, ist, niemand kann uns rauben. Wir können eigentlich voll gelassen sein, was das angeht. Aber doch nicht. Und das Zweite ist, dass das schreibt Paulus so schön im 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 17, ist, dass wer sich aber rühme, der rühme sich des Herrn. Ja. Also dadurch, dass wir nichts dazu beigetragen haben, können wir auch nicht sagen, schau ich toller Christ, sondern kann schauen, schau mein toller Christus. Ja. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Und trotzdem gleichzeitig, um das noch vielleicht zu sagen, das ist ja manchmal so das Ding, was man denkt, hey, wenn du Christ bist, dann du hast so ein chilliges Leben. Also deswegen, aber das, um das oben drauf zu setzen, wir haben
können mit so einem Frieden durch die Welt gehen, weil wir wissen, wir sind gerettet aus Gnade. Wir haben nichts dafür gemacht und der Herr hält uns fest. Und trotzdem ist diese Nachfolge von Jesus was so eine Last ist. Vorher haben wir erst hier drüber geredet. Das ist, wenn ich habe plötzlich so ein Herz für die Welt und mir tut es so weh, wenn ich weiß, dass Menschen verloren gehen. Ohne Jesus kann ich durch die Welt gehen und mir sagen, alles egal, ich gehe jetzt zu Archie, gönne mir einen Burger, danach chill ich mich auf die Couch, gucke YouTube, dann gehe ich arbeiten, ganz entspannt, hustle meine Fuffis und danach, keine Ahnung. Fuffis? Zu 50er. Fuffis hustlen, ja. Achso. Ja, keine Ahnung. Was auch immer, ich bin halt einfach so, keine Ahnung, ein bisschen Work-Life-Balance, entspannt, was kann ich machen, was habe ich Bock. Und als Christ lebe ich ganz anders. Als Christ stehe ich auf und ich habe einfach eine große Last auf dem Herzen, weil ich mir wünsche, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich habe eine Last auf dem Herzen, weil ich sehe, dass die Welt in einer Weise verloren ist und ich weine viel darüber, dass einfach so viel kaputt geht. Das heißt, gleichzeitig habe ich auch echt eine große Schwere im Leben manchmal, die nicht so leicht ist, die manche Leute in der Bibel auch schon so viel hat weinen lassen, dass sie schon annähernd so ein bisschen in eine Depression kamen, Jeremia oder Elia. Genau, und selbst Jesus hat viel geweint, also das ist ja auch krass. Ja. Über sein Volk, über seine Stadt, über Jerusalem. Jerusalem, du Stadt. Was mir einfällt, gerade Liedempfehlung von mir. Mhm. Mir ist wohl in dem Herrn. Kennt ihr das? Bestimmt. Kennt ihr das? Absoluter Klassiker. Absoluter Klassiker. Willst du jetzt noch die Geschichte dahinter erzählen? Ja. Oder sollen wir die verlinken? Ich würde sagen, Link in die Beschreibung. Ding, ding. Ja, was machen wir denn jetzt, ne? Wir können nichts machen, wir können langsam zum Schluss kommen. Wie man nicht in den Himmel kommt. Das fragen die Menschen. Ja, Petrus, er macht eine, oder der Geist durch ihn macht eine ganz arg tolle Predigt. Er zeigt, dass Jesus der Weg ist und dann heißt es, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Es traf sie. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Ja. Was sollen wir jetzt tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Ja. Petrus sagt, tut Buße, ändert euer Leben, kehrt um, kommt zu Jesus und lasst euch taufen. Was sollst du tun? Kehr um und lass dich taufen. Und das eine ist, ich ändere meine Gesinnung und verstehe das, was du vorhin gesagt hast, dass ich Jesus brauche, dass ich nichts dazu tun kann. Und das andere ist das Bekenntnis. Die Taufe ist das Bekenntnis, dass ich sage, ich gehöre zu Jesus dazu. Ich gehöre zu dir und mache öffentlich, dass ich mich dazu bekenne. Also das ist, eine ist quasi das Zeichen dessen, was in mir schon passiert ist, die Taufe. Aber am Ende des Tages gehört es zusammen. Das eine ist, ich erkenne, ich bekenne, ich tue Buße, ich ändere mein Leben, ich ändere meine Gedanken, weil ich zu Jesus gehöre. Und die Taufe ist dann quasi das Symbol, das dann versinnbildlicht und nach außen hin sichtbar macht. Zu diesem Jesus gehöre ich mich. Und auch da ist immer wieder spannend, die Bibel tut an vielen Stellen anfühlen. Man könnte ja jetzt sagen, jetzt hast du ja doch was gemacht für deinen Glauben. Du hast umgekehrt und dich taufen lassen und was auch immer. Und noch sehen wir in der Bibel, könnten wir jetzt in Römer Sachen aufschlagen oder an anderen Stellen, dass es der Geist Gottes ist. Ja. Der das in uns wirkt. Das heißt, dass wir zur Umkehr kommen, das ist nicht eine Sache, die wir bewirken, das ist nicht eine Sache, dass wir plötzlich an Jesus glauben, das ist nicht eine Sache, die wir aus unserer Kraft tun können, sondern das ist eine Sache, die der Geist Gottes irgendwie bewirkt und das ist dann kein Werk mehr, es ist nichts, was, wo ich stolz drauf sein kann, boah, ich bin so gut, ich habe mich für Jesus entschieden, sondern es ist eine Sache, wo ich sagen kann, danke Gott, dass du dich für mich entschieden hast, irgendwie, dass du mich gerufen hast, dass ich irgendwie das Evangelium hören dürfte und begreifen dürfte, dass ich jetzt leben darf. Das ist einfach nur deine Gnade. Ja. Ja, und zum Schluss, im Englischen Aufsatz hieß es immer Conclusion. Conclusion. Mhm. Conclusion, jetzt kommt die Conclusion. Wie man nicht in den Himmel kommt, indem du versuchst gut zu sein, versuchst Gutes zu tun, indem du deine Schuld bereust, damit nicht zu Jesus gehst, indem du versuchst, durch heuchlerische Religiosität gerecht zu werden oder denkst, dich könnte jemand anderes freikaufen. Der Weg, so kommst du nicht in den Himmel. Da wird die Himmelstür zufallen. Wenn du aber dich zu Jesus bekennst, dann ist die Tür zum Himmel frei. Und ich möchte zusammenfassen und schließen mit Römer 6, 23.
denn der Sünde Sold oder der Lohn ist der Tod. Die Gabe Gottes, oder das kann auch sagen, das Geschenk Gottes, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und da fängt der Himmel schon heute an. Da fängt der Himmel schon heute an, bei dir daheim, auch in den kommenden Tagen, wo du dann weiter in der Bibel liest. Dabei wünschen wir dir von unserem Teppichparadies Gottes reichen Segen, viel Freude und wir sehen uns, was es mit dem Teppichparadies auf sich hat, lüften wir in der nächsten Folge. Also schaltet ein. Wir sehen uns. Gott befohlen. Tschüssli Müsli. Jesus.